Gegeben ist die gerade g, Vektor x gleich 0, 1, 1 plus t mal 1, 0, minus 1 mit t-Element r. Zeigen Sie, dass g in der Ebene e x1 plus x2 plus x3 gleich 2 liegt. So, wie geht das? Die Möglichkeiten, ja bitte. Gerade komponentenweise darstellen, dann einsetzen. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Sie sagen, x1 ist 0 plus t, x2 ist 1 plus 0 t und x3 ist 1 minus t. Das setzen Sie komponentenweise ein in die Ebene und da bekommen Sie also das x1 ist ja t plus x2, das ist 1. Plus x3, das ist 1 minus t. Und da sehen Sie, da hebt sich alles gegenseitig. T, wichtig, hebt sich weg. Also bleibt übrig 2 gleich 2. Und das ist richtig. Und das genügt als Beweis. Also das heißt, wenn Sie das so machen, reicht das. Die andere Alternative wäre was? Man weist nach, dass der Richtungsvektor der Geraden unter normalen Vektor der Ebene oder ein normalen Vektor der Ebene ist 1, 1, 1 und man weist nach, dass die orthogonal sind und dann sind die auf jeden Fall parallel und weist dann nach, dass der Punkt 0, 1, 1 in der Ebene liegt. Das ist die Alternative, aber das hier geht genauso. Bitte die B vorlesen. Gegeben ist aus dem Duchat der Geraden von A, Vektor x gleich 0, 0, 1 plus s mal 1, a, 0 mit s Element r und a Element r. Weisen Sie nach, dass g und h a für jeden Wert von a windschief sind. So, was bedeutet windschief? Da müssen Sie in den Baum reingehen. Sie wissen, da gab es eine Formel, die hieß der Baum. Und der Baum lief folgendermaßen, dass Sie gesagt haben, Sie überprüfen zunächst die Parallelität. Das heißt, da schauen Sie, ob der Richtungsvektor und dieser Richtungsvektor, ob die linear abhängig sind. Und wenn die nicht linear abhängig sind, dann haben wir sicher keine Parallelität. Und das machen wir jetzt. Und dann erst den Schnitt überprüfen. Also, das heißt, ich überprüfe den Richtungsvektor der Gerade hier und schaue, ob der linear abhängig ist zu diesem Vektor. Und wie überprüfe ich das? Ich sage, r mal das muss sein 1a0. Und da schaue ich, ob das irgendeinen Wert gibt, für das es linear abhängig ist. Dann bekomme ich hier ein Gleichungssystem. Und zwar drei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Die erste Gleichung heißt 1 mal r gleich 1. Die zweite Gleichung heißt 0 mal r gleich a. Und die dritte Gleichung heißt minus r gleich 0. Und dann sehen Sie, aus diesen beiden Gleichungen folgt ein Widerspruch. Das heißt, hier steht r gleich 1, hier steht r gleich 0. Das heißt, die beiden Richtungsvektoren sind nie linear abhängig. Das müssen Sie überprüfen. So, wenn die nicht linear abhängig sind, wir haben entweder windschief oder Schnitt. Aber identisch und parallel fallen raus. Ja, das mache ich so, indem ich die beiden Geraden einfach gleich setze. Also ich setze die Gerade gleich mit der Schar. Und da setze ich dann also an, das ist dann 0, 1, 0, 0, 1 plus s mal 1, a, 0. So, und das erzeugt eine Art, das ist kein richtiges lineares Gleichungssystem, es ist nur ein Gleichungssystem, weil s mal a ist dann nicht linear. Das erzeugt ein Gleichungssystem und das heißt t gleich, also 0 plus t, ich schreibe 0 plus t gleich 0 plus s oder t gleich s, dann steht hier 1 plus 0t gleich 0 plus s mal a und hier steht 1 minus t gleich 1. So, das ist 1 plus 0s. Das ist unser Gleichungssystem und das Gleichungssystem hat drei Gleichungen, drei Unbekannte. Und hier steht jetzt, also diese Gleichung können wir auch nehmen, da steht 1 minus t gleich 1 oder wenn ich 1 subtrahiere, minus t gleich 0, also t gleich 0. So, jetzt weiß ich, dass t gleich 0 ist, dann setze ich das hier oben ein, das t gleich 0, das setze ich hier oben ein, daraus folgt also, ich bekomme auch s gleich 0, weil t ist ja s. Und dann setze ich das Ganze in meine zweite Gleichung ein. In der zweiten Gleichung steht aber 1 plus 0t gleich s mal a. Ja, s war aber 0.
Also steht hier 0 mal a gleich 1 und das ist ein Widerspruch und damit gibt es sicher keinen Schnittpunkt. Es gibt sicher für kein a einen Schnittpunkt und wir haben die Parallelität ausgeschlossen. Also raus für ein a. Also es folgt daraus, für kein a gibt es einen Schnittpunkt und g ist nicht parallel h, das haben wir hier ausgeschlossen. Daraus folgt g und h sind winschig. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Ja. Hätten wir das jetzt auch so lösen können, wenn man für a irgendeinen Wert eingesetzt hat und das dann die beiden Vektoren gleichgesetzt hat? Das ist ein Proof by Example. Dann haben Sie nachgewiesen, nein, ein Proof by Example zählt bei uns natürlich nicht. Ein Proof by Example ist sowas ähnliches wie Beweis durch Beispiel, alle ungeraden Zahlen sind Primzahlen. Alle ungeraden Zahlen größer 1. Dann sagen Sie ja, bei 3 stimmt's, bei 5 stimmt's, bei 7 stimmt's, 9 ist ein Messfehler, bei 11 stimmt's, bei 13 stimmt's. Passt. Das ist Proof by Example, unvollständige Induktion. Nein, das reicht natürlich nicht. Sondern Sie müssen hier das für alle A rechnen. Sonst noch eine Frage.